Mit Westdeutschen hätte ich das nicht machen können. Die hätten da nicht mitgemacht. Bei den Ostdeutschen muss ich mich entschuldigen. Herzlich willkommen zu unserem digitalen Erzählsalon aus dem Zittauer Gebirge. Heute mit der Geschichte von Helga Förster. Diese Geschichte ergänzt unseren Erzählsalon Zittauer Gebirge, der ja schon am 9. Februar live auf YouTube gestreamt worden ist. Ich bin Karin Denisow von Kronstock Biografien. Ich stelle Helga Förster kurz vor. Sie wohnt in Olbersdorf heute, war viele Jahre Leiterin einer Drogerie in Hirschfelde, also schon vor der Einheit, und hat 1990 diese Drogerie dann privat übernommen und erlebte dort gemeinsam mit ihrem Mann viele Höhen und Tiefen in einer sehr turbulenten und dramatischen Zeit. Hören wir also jetzt Ihre Geschichte, Frau Förster, bitte. So, guten Abend. Mein Name ist Helga Förster. Und ich möchte in kurzen Zügen das Leben, meine Geschichte über die Dramatik mit meiner Drogerie Ihnen mitteilen. Als ich 1964 die Drogerie betrat und wusste, ich kann hier einsteigen in das Team, in das kleine Team in Hirschfelde, eine ganz alte Drogerie, wusste ich, das ist mein Leben. Das wusste ich damals schon, weil diese Drogerie war alt. Da war das Ehepaar noch da. Die hatten sie 27 eröffnet. Die hatte den Ersten Weltkrieg mitgemacht. Die Weltwirtschaftskrise vorneweg. Den Ersten Weltkrieg. Die DDR. Alles überstanden. Sollte ich das dann nie überstehen? Wo ich dann so viel Erfolg hatte. Ich habe allein 6 Lehrlinge ausgebildet. 3 Erwachsene und 3 richtige Lehrlinge von der Pike auf Drogistenlehrlinge. Ich musste dann 1966 noch den Drogisten machen, weil wenn eine Drogerie geleitet wird und ich sollte sie leiten, musste das ein Drogist sein. Also habe ich mich nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe mit 8 Jahre jüngeren Schülern den Drogisten absolviert. Mit einer 1. Ja, und warum sollte ich nicht weitermachen? Als dann, wir hatten schöne Jahre. Wie gesagt, ich hatte immer ein stabiles Kollektiv. Wir waren beliebt. Hirschfelde ist ein Mittelort, nämlich der große Ort zu Ortsteilen gewesen, muss ich sagen. Ortsteile, die alle zu uns einkaufen kamen, die Menschen. Also circa 5.500 Leute kamen durchschnittlich regelmäßig mal in die Drogerie einkaufen. Die Jahre waren schön, wir hatten gute Umsätze, wir waren beliebt, also es gab gar keine Themen, darüber nachzudenken. Dann kam das Jahr 89 und es kam schon vorher Jahre, wo man dachte, irgendwas passiert hier mal. Die Kirchen machten schon mobil. Viele, die ich kannte, schickten mir Zettel zu, Schwerter zu Flugscharen und so weiter. Das habe ich schon alles miterlebt. Da wir beide, mein Mann und ich, nie drüber nachgedacht hatten, unser Land, die DDR, zu verlassen, das wollten wir einfach nicht. Wir wollten ja bleiben. Wir wollten was aufbauen. Das war in der DDR nicht immer so richtig möglich. Wir wohnten also noch zur Miete in dem Haus, wo die Drogerie auch ist. Hatten wir uns eine Wohnung ausgebaut. Mein Mann war Maurer, das klappte wunderbar. Er hatte dann auch, wir waren die Ersten, die auch Wasserspülung hatten. Die hatten wir schon eher wie viele andere. Das machte mein Mann auch selber. Für ein Haus, was uns eigentlich gar nicht gehörte, das gehörte der Gemeinde. Und von daher habe ich gedacht, dann 89, wenn uns das gelingt, dass das doch mal zu einer Einheit noch kommt in den nächsten Jahren, dann will ich die Drogerie noch mal privatisieren. Mein Mann war angestellt, er musste auch einige Stellen verlassen. Die Stasi war immer mit dabei. Wir waren so ein bisschen beobachtet, hauptsächlich mein Mann, der hatte das Herz auf der Zunge und das klappt nicht immer gut. Und dann war er bei uns auf dem Sportplatz, Platzmeister, das klappte gut. Er war handwerklich begabt und der Sport war sowieso sein Leben. Und das bis 1990. 1990 hatten wir dann das Heft in der Hand. Mein Umsatz war so fantastisch in der Drogerie. Ich hatte 1 Million Umsatz. Wir waren ein Kollektiv, das war einmalig. Und ich war es vielleicht auch. Und ich hatte dann immer schon zu meinen Leuten in der Mitte des Jahres 90 gesagt, wenn das jetzt wirklich passiert, dass wir doch noch können privatisieren, dann machen wir das.
Ich habe alle mal, haben das gemacht. Am 1.11.1990 hatten wir alles in Sack und Tüten. Wir waren vorneweg auf den Banken, die uns heute aus heutiger Sicht überhaupt nicht beraten hatten. Also die hatten noch keine Ahnung. Und vor allen Dingen, wir waren eigentlich ohne Ängste. Ganz ohne Ängste haben wir die Drogerie weitergemacht. Einfach weitergemacht. Eine Woche zu und dann war ich privat. Und das lief weiter. Hervorragend. Ich behielt alle meine Kollegen, eine von denen scherte aus, die machte sich dann ein halbes Jahr später in der Schwelle auch selbstständig, mit einem ganz anderen Geschäft, Fahrrad und sowas. Ja, und nun hatten wir natürlich viele Kredite genommen, weil das Haus musste gekauft werden. Wir mussten um- und ausbauen, es gehörten neue Fenster rein, die Drogerie musste Fenster haben, es war ja alles noch Holz aus den 20er Jahren, die Fenster und dieser ganze Dreck, der durch die Betriebe auch kam, wir hatten ja auch Braunkohle früher, der kam natürlich aus den Zwischenschüben der Fenster raus. Also wir mussten was Neues machen. In Heizung einbauen, das kostet alles viel Geld. Und da wir zwar bei meinem handwerklich geschickt, aber die Zeit gar nicht hatten, haben wir uns natürlich auch Handwerker. Handwerker von uns, die das alles machten. Mussten, wie gesagt, Heizung in den Keller und so weiter. So, dann lief das auch recht gut. Es lief wirklich recht gut. Wir hatten Umsätze, davon träumte ich da wirklich davon. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Das erste Jahr, 90 noch, 91 dann, fantastisch. Zwei, und ich selber, mein Mann und ich, wir waren im Gemeinderat. Wir hatten die Wende ein bisschen mit eingeleitet. Wir waren noch mit auf der Straße und gingen mit den neuen Forum zusammen auch in Zittau auf die Straße. Nämlich Zittau ist die größere Stadt zu unserem Ort Hirschfelde. Heute ist Hirschfelde in Zittau eingemeindet. So, gingen dort also mit auf die Straße und im neuen Forum fühlten wir uns eigentlich sehr wohl. Und wenn man heute weiß, das neue Forum wollte auch ein bisschen was anderes. Das wollte ja eigentlich eine eigene, ja, ein eigenes zweites Deutschland, also eine eigene DDR oder irgendwas anderes, also einen eigenen Staat noch, was nicht ging, was einfach nicht ging. Man merkte das ja dann in den 90er Jahren auch da mit dem Einigungsvertrag. Wir wussten ja, es wird was anderes kommen. Es kam die Einheit. Am 3. Oktober hatte ich mein Geschäft schon, hatte ich es schon vor. Am 1.11. habe ich eröffnet und von daher habe ich direkt in der deutschen Einheit, fast in der deutschen Einheit eröffnet. Und wir waren stolz drauf. Mein Mann ist mit eingestiegen, er konnte mir viel Schweres helfen, denn unsere Drogerie war eine bloß eine Drogerie mit Pharmazeutik oder Kosmetik. Wir hatten Farben, Schädlingsbekämpfung, alles, was zu einer Drogerie, Foto, früher so dazugehörte. Und wir bauten noch ein Geschäft mit dazu in Nehmen. Haus und das war dann das Farmcenter. Es war hervorragend. Und das leitete dann mein Mann. Wie gesagt, dann saßen wir bei dem Gemeinderat, wir wurden auch mitgewählt, wir hatten auch gut viel Stimmen, aber wir sollten mit unseren Aussagen nicht immer angenommen werden, weil wir hatten andere Ideen für diesen Ort. Ja, und da kam das, wie es kommen musste. Es waren so viele, die uns nicht anhörten. Ich hatte immer gesagt, wenn Konsum und HO aus diesem Ort rausgehen, das passierte ja dann, 92 ging ja auch raus, 93 der Konsum, wir hatten kein Lebensmittelgeschäft mehr, kein Fleischer, die Bäcker waren privat so schon, die blieben ja. So, ich habe gesagt, wir müssen sofort sehen, dass wir das wieder in den Ort kriegen. Aber es war nicht möglich, weil der Bürgermeister sagt und auch der Gemeinderat, wir haben da Land, das verkauft ein Bauer und dieses Land verkaufen wir an einen Investor aus dem Westen und der wird dann eine Kaufhalle bauen, außerhalb unseres Ortes. Das war schon gar nicht mein Ding. Ich wusste genau, wenn der Ort diese Möglichkeit verliert, eine Kaufhalle im eigenen Ort zu haben, das wäre möglich gewesen. Wir hatten schon einen Investor, der das Haus auch gekauft hätte. Ja, wurde nicht, war nicht. Und von daher musste ich das als Gemeinderat Pillen schlucken, meint man auch. Dann kam ein Straßenbau des Abwassers wegen. Abwasser wollte jeder, das ist schon klar. Mir wurde dann auch gesagt, als ich mich dagegen stemmte und auch mein Mann, das muss sein, die Leute wollen ihre Toiletten bauen, wir brauchen Abwasser, ein Steilabwasser war, aber eben nicht generell. Und da wir so viele Orte hatten, die zu Hirschfelde gehörten oder zumindest beim Abwasser zu Hirschfelde gehörten, mussten ja überall lange Strecken gelegt werden in die Kläranlage.
Also war das ein Abwasserprojekt, was uns Summen gekostet hat. Und es war ein westdeutsches Betreibermodell. Wir haben ja bei uns wahrscheinlich keine Leute gehabt, wir hatten auch, aber es mussten ja Westdeutsche sein. Mein Sohn war damals schon Bürgermeister und der sagte: Eltern, wenn ihr das einmal beschließt, macht ein kommunales Betreibermodell. Da habt ihr die Hand drauf auf den Ganzen. Nee, das wurde auch abgelehnt, also das Modell wurde gemacht. Viele traten aus dem Abwasserzweckverband aus, mein Mann auch, und eine andere, die das auch nicht wollten, so wie es war. Ja, und es wurde gebaut. Fakt ist, dass das Planungsbüro alle Einwohnergleichwerte von den Betrieben noch genommen hatten. Die Betriebe, die ungefähr 1000 Leute hatten in Arbeit, die waren ja alle nicht mehr da. Die Betriebe wurden ja dann 92 gänzlich bis 92 zugemacht. Große Betriebe, auch ein Kraftwerk, die Ferrolegierung, drei so, na, was nur gleich, Webereien, also sowas, wurde zugemacht. Ja, diese Leute hatten ja alle keine Arbeit mehr. Einige, die den Betrieb zumachten, konnten dann dort mit den neuen Leuten, die da drauf waren, die einfach nur abrissen, konnten die dann arbeiten. Das waren so ältere Leute, die nicht mehr weggehen konnten. Aber in dieser Zeit machten Tausende und Abertausende junge Leute aus unserer, nicht bloß aus unserem Ort, sondern aus unserer ganzen Region weg. Die Lausitz war praktisch leer gepumpt, denn es passierte ja überall, dass diese Geschäfte, also diese großen Betriebe zumachen, Robor und Zittau und wie es so alles war, das braucht man jetzt nicht mehr betiteln, das ist ja sicherlich auch schon gesagt worden. So, jetzt saß ich auf meinen Schulden, die waren nicht klein, und ich wusste, was kommen wird. Ein Straßenbau hat wahrscheinlich auch noch niemand in der Größe überlebt. Ich habe dazu noch Bilder, die hat die Frau Hohenstaub auch gesehen, also ich habe die auch mal schon öffentlich gemacht, schon mehrmals. Und da habe ich gekämpft. Ab der Stunde, wo der Straßenbau bei uns vor der Türe war, das war dann Frühjahr 93. Außerdem kriegte ich in der Zeit noch zweimal Schlecker. Einmal in dem Neubaugebiet und einmal bei uns auf der Eck, also am Ende unserer Straße. Und Schlecker war für eine Drogerie tödlich. Das konnte ich mir vorstellen, obwohl die nicht die gleichen Waren hatten. Aber, also nicht das gleiche wie ich. Ich hätte überleben können, sicherlich hätte ich einen Stecker geschafft, aber nee, es durfte ja nicht sein. Der Straßenbau machte das ja nicht möglich. Bei mir kam keiner mehr ran. Uns wurden die Bürgersteige weggenommen. Wir hatten keine Möglichkeit mehr, Ware entgegenzunehmen. Die Leute kamen nicht mehr ran. Und was soll ich Ihnen sagen? Die Leute konnten ja jetzt einkaufen gehen. Die grüne Wiese wurde ja bebaut ohne Ende, um Zittau herum. Alle Betriebe, die leer waren, da machten große Handelsketten rein. Wir hatten ja so viel Handel zu bieten, so viele Leute hatten wir gar nicht. Hier hatte ja jeder Quadratmeter Kunde einen eigenen Handel, sage ich mal. So war es. Überall in Ostdeutschland, sage ich mal. Ich wandte mich zuallererst, weil ich einfach nicht aufgeben wollte, an den Geschäftsführer des deutschen Einzelhandels, den Herrn Holger Wenzel. Der wollte mir wirklich helfen. Er sagte zu mir: Frau Förster, verhindern Sie das bitte alles. Sie sind im Gemeinderat. Sie haben noch was zu sagen. Nee, wir hatten nichts zu sagen. Die Treuhand war da. Mit der Treuhand fing es an. Und mit der Treuhand hörte die ganze Geschichte dann 1994 auf. Und da war unser Landstrich kaputt. Er war einfach kaputt. Wir konnten den nicht mehr alleine aufbauen. Aber es war ja auch gar nicht nötig. Die kamen ja von allen Seiten. Der Handel wurde mit westdeutschen Ketten bestückt, alleine konnte man nicht weitermachen mehr. Wir wurden ja gar nicht angenommen. Und wir wurden auch unglücklicherweise eigentlich nicht so richtig geschätzt. Von den Westdeutschen auch nicht geschätzt, muss ich sagen. Im Nachhinein denke ich mir, man hätte noch viel mehr machen können. Aber die Kraft fehlte ja einfach. Und auch das Wissen, was man alles machen kann. Dieser Holger Wenzel brachte mich in Westdeutsche Zeitung. Die Politiker meldeten sich, egal wie sie alle hießen. Ja, die Wirtschaftsminister, der Finanzminister, alle hatte ich um mich, die sich meldeten per Brief und so weiter. Machen Sie weiter, Ihre Idee ist in Ordnung und das ist ja wunderbar, was Sie gemacht haben für Ihre Region. Ja, aber mit was denn? Ohne Geld geht gar nichts. Ich konnte ja damals schon immer alles bezahlen und hatte innerhalb von 3 Monaten einen nicht Umsatzverlust, sondern einen Gewinnverlust von 54.000 Mark. Das ist viel. Ich hatte ja große Umsätze. Und die Marge ist bei uns nicht so groß bei der Drogerie. Also, und das habe ich angegeben und dann kriegten mir gesagt, Frau Förster, Sie können ja klagen gegen den Straßenbau. Ja, klagen konnte ich. Mir hat auch jemand die Klage angenommen in
Anwalt aus Bautzen nahm dann die Klage, also machte mir die Klage und die sollte mich zum Schluss 25.000 kosten. Und er hat nichts erreicht, gar nichts. Und er hätte es auch gewusst. Es war ein Westdeutscher. Der kam hier einfach her. Vielleicht, weil er drüben nicht Fuß gefasst hatte oder wie auch immer. Man weiß das heute nicht so genau. Und der hat auch jetzt, der hat dann gesessen in Bautzen, weil er Unterschlagung gemacht hat. Das war dann erst in den 2000er Jahren. Das hatte ich dann von den Journalisten erfahren. Ich habe es auch durch die Zeitung erfahren. Also er hat uns auch betrogen, auf jeden Fall. Denn wir haben dann den außergerichtlichen Vergleich gemacht, den er noch angedacht hatte. Den hätte er gar nicht machen dürfen mit mir. Das hätte er gar nicht machen dürfen. Außergerichtlicher Vergleich ist ja immer, musst du ja aus deiner eigenen Tasche alles zahlen. Bei einem außergerichtlichen Vergleich. Eine Insolvenz wurde nicht eröffnet, das war dann, das ging dann das Ganze, die ganzen Jahre noch. Ich hatte viele Leute da, die mir helfen wollten. Ich muss das schon sagen. Die IHK, man schickte mir von den Banken Leute her, die mich beraten, alles aus dem Westen, die mich beraten sollten, weil auch vieles so falsch gelaufen war mit unseren Banken. Ich wechselte nochmal die Bank nach München, die dann unser Haus nochmal schätzten, als wenn das in München stehen würde. Es waren so viele Dinge, die konnte man gar nicht begreifen, aber man ließ das über sich einfach ergehen, weil man einfach nicht aufgeben wollte. Weil ich war einfach, ich wusste, ich kann was. Und das sollte sich auch zeigen, nach dem Straßenbau, es ging ja weiter, aber die Menschen fehlten. Es waren nicht mehr die Menschen da, die ich brauchte, um dass der Umsatz florierte. Fakt ist, dass man dann 1994 ein Wohnung- und Geschäftshaus noch baute, auch ein westdeutscher Investor, gleich hinter uns, da sollte zwar eine Kaufhalle rein, aber nein, da kamen Einzelgeschäfte, die Geschäfte sind heute noch leer. Die baute man 94, das Wohnungs- und Geschäftshaus. Da ist auch, sind auch Insolvenzen passiert bei den Bauarbeitern. Das ist jetzt alles viel zu umfangreich, das kann ich gar nicht alles erzählen. Jedenfalls, dann wurde noch auf einer Straße, die auch noch eine Nebenstraße war, wurden noch für Eigenheime gebaut. Eigenheime nicht, eigentlich kommunale Wohnungen, die dann teurer waren. Die sollten 4x4 Wohnungen, die sollten dann an ganz normale Leute vergeben werden. Diese vier Häuser stehen heute noch im Rohbau. Auch eine Insolvenz drauf. Da frage ich mich, was ist dort passiert in diesem Ort? Heute ist der Ort ein toter Ort. Ein ganz toter Ort. Es ist nichts mehr da. Ich habe ja noch verändert. Ich habe 94 dann aus dem Farmladen ein Reisebüro gemacht. Ich suchte mir noch Partner und habe meinen einzigen Lehrling, den ich da auch behalten habe, in diesem Reisebüro noch so Learning by Doing in den anderen Reisebüro ausbilden lassen. Und die hat das fantastisch gemacht mit meiner Tochter zusammen, die leider Krippenerzieherin gelernt hatte und da nicht eingestellt wurde, weil es war 91, da stellte man keine jungen Leute ein. Da wurde es so nach Punkten vergeben. Und da hat die gesagt, Mutti, ich bin noch bei dir zu Hause, ich mache noch mal was. Ich lerne noch mal, kaufe Einzelhandel. Habe ich die 3 Jahre ausgebildet und das klappte. Andere Leute musste ich entlassen. Meine anderen beiden musste ich leider entlassen. Das war nicht immer schön. Wir waren lange zusammen. Die kriegten aber beide auch wieder Arbeit. Es ging nicht anders. Ich musste ja irgendwo, mein Mann wurde 93 schwerst krank. Der hat das nicht verkraftet und ist auch alle Jahre krank gewesen. Und ist sicherlich aus der Geschichte heraus, er hatte Bauchspeicheldrüse chronisch, aber aus der Geschichte heraus ist er jetzt, wir wissen es nicht genau, an was er nur wirklich richtig, wie das kam, im Jahre 2019 verstorben. So lange ist er ein kranker Mann gewesen. Und das ist nicht einfach. Er konnte nicht mehr mitmachen, so ich es wollte. Wie es gewesen wäre, wenn wir wirklich hätten beide zusammen weitermachen können. Und die Drogerie musste ich dann, die Klage hatte ich verloren. In zweiter Instanz, das ging noch vors Oberlandesgericht. Und der Richter sagte, was, Sie sollen jetzt Ihr Haus verlieren und alles, was Sie haben, sagte der Richter, der bestimmt noch ein alter Richter aus DDR-Zeiten war, denke ich mal, der war uns so zugetan, oder wir ihn zugetan, der sagte, da müssen wir was machen, Sie können das, müssen einen Vergleich machen, Sie können das Haus nicht verlieren, Sie waren ja nicht dran schuld. Aber der Anwalt der Bundesrepublik stand auf, ein junger Mann, und sagte, Familie Förster, was glauben Sie denn jetzt, dass Sie hier gewinnen? Nee. Wollen Sie einen Präzedenzfall? Doch, habe ich gesagt, den nehme ich. Den Präzedenzfall nehme ich. Aber da hätten ja tausend und abertausende andere auch klagen können. Und das konnte man nicht machen. Man konnte denen nicht zustimmen. Also musste ich 99 meine Drogerie dann schweren Herzens in die Insolvenz schicken. Vorher hatte ich noch ein Team von
Escher da, die auch noch mal filmten bei mir, die auch sehr erschüttert waren, dass uns das alles passiert war. Filmten 3 Tage, ging mit mir ins Insolvenzgericht auch noch, waren da kurz mit dabei. Aber die Insolvenz konnte ich nicht eröffnen, weil das Haus war schon versteigert. Also war keine Masse da. Also habe ich einen außergerichtlichen Vergleich gehabt. So, und das muss ich Ihnen sagen, das war das Schicksal unserer Familie. Die Familie ist auch auseinandergedriftet, weil Schulden da waren ja ohne Ende und mit außergerichtlichen Vergleich schafft man es nicht. Ich habe dann 2010 meine eigene Privatinsolvenz angemeldet, früher, viel früher ging das noch gar nicht, habe versucht, jetzt alles in die Insolvenz zu bringen, aber alles kriegen sie nicht rein, wenn sie auch ein paar private Sachen haben, die kann man nicht in die Insolvenz bringen. Und so sitze ich heute noch mit 78 Jahren hier, trauer dem eigentlich noch nach, aber denke, wir müssen heute was machen. Heute, wo sich die Zeit auch verändert hat und noch viel mehr verändern wird. Und die ganze Lausitz sollte sehr überprüft werden, was man da macht. Wenn wir keine richtigen Ideen haben, was in der Lausitz kommt, wenn der Klimawandel wird anfangen, die ganzen Betriebe dann dort, die großen Betriebe der Krafterzeugung, der Stromkrafterzeugung weggehen und wieder viele, viele Menschen ohne Arbeit stehen, wenn wir vorneweg da nichts dafür sorgen, dass die Arbeit finden, in anderen Bereichen wird das so werden wie damals 90. Ich sage es jetzt nochmal, einen letzten Satz. Dieses Olbersdorf hat auch den Bergbau gehabt, aber hier war ein Bürgermeister, der hat von Anfang an mit Herzblut gekämpft. Da hatten wir in Hirschfelde niemanden, der Herzblut hatte, bloß ich. Und ich hatte keine Stimme. Ich hatte keine Stimme dafür. Und da muss ich sagen, ich habe da auch der Frau Proll geschrieben, weil es ja um die Treuhand auch ging und die ja auch alles vernichtet hat, oder zumindest viel, die mir geantwortet hat mit dem Satz, Frau Förster, es tut mir sehr leid, Westdeutschen hätte ich das nicht machen können, die hätten da nicht mitgemacht. Bei den Ostdeutschen muss ich mich entschuldigen. Ja, vielen Dank, Frau Förster, für Ihre Geschichte, die ja wirklich voller Wendungen und voller Dramatik war. Und Sie haben ja selber gesagt, wer mehr erfahren möchte, kann das auch in einem Buch nachlesen. Genauso ist es auch so, wer mehr Videos aus unserer Reihe 30 Jahre Deutsche Einheit sehen möchte, kann das über den YouTube-Kanal von Rotstock-Biografien. Wir sind auch auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden, freuen uns auch immer über Feedbacks, aber wir wünschen einfach viel Freude mit diesem Video heute. Und in diesem Sinne, ja, tschüss und bis zu unserem nächsten Video, das ja jeden Dienstag 18 Uhr neu gestreamt wird mit einer weiteren Folge. Tschüss!